spielen und jetzt liest du die Geschichte weiter. Ja, also wenn ihr den Rest der Geschichte, ich habe es noch nie geschafft, die zu Ende zu lesen, aber wenn ich darf, freue ich mich natürlich. Also ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, also es spielte im Gymnasium und in der Pause und die Lehrerin lag also ohnmächtig am Boden, kam dann aber, glaube ich, wieder zu, nee, kam dann, also die, dann kam die kleine Suse, die Ärztin werden wollte, zog jetzt ihre kleine Kinderspritze aus ihrem Handtäschchen und füllte die Spritze mit Tinte. Sie wollte sie also wiederbeleben. Als dann ging sie zu der Lehrerin nach vorne und versuchte ihr eine Spritze zu geben. In den Hintern. Wobei sie jedoch versehentlich Titten erwischte. Wobei bei Helga Hintern und Titten so ähnlich aussahen, dass auch ich es nicht hätte auseinanderhalten können. Aber bevor sie die Tinte in die Titte spritzte, öffnete Helga langsam das linke Auge. Sind Sie wieder wach, Frau Lehrerin? Sagte die kleine Suse. Ja, sagte Helga und öffnete auch das andere Auge. Suse zog darauf die Kanüle wieder aus der Titte raus und er unterließ den Wiederbelebungsbesuch. Besuch? Den Wiederbelebungsbesuch? Den Wiederbelebungsbesuch? Verband, ja, den Verband holte sie jetzt aus dem Verbandkästchen und verband Helga die Titte, damit es nicht so schrecklich blutete. Denn Suse hatte zufällig versehentlich die Tittenschlagader getroffen. Und jetzt spratzte das Blut also in einer riesigen Fontäne aus der Titte raus. Bis fast an die Decke, zum Glück nicht, bis ganz an die Decke. Denn an der Decke saß die Spinne Hermann. Und war schon ziemlich froh, dass er jetzt nicht im Blut gebadet wurde. Obwohl er schon Appetit gehabt hätte auf ein klein wenig Blut, aber im Blut ersaufen wollte sie natürlich nicht. Die Spinne Hermann hörte gerne Techno-Musik nach Feierabend. Aber jetzt war ja noch nicht Feierabend, jetzt war ja erstmal noch großes Chaos. Die kleine Suse hatte die Titte von Helga, der Lehrerin, zwar nun verbunden, aber alles war in rotes Blut getaucht. Die ganze Klasse. Ausgenommen die Decke und die Spinne. Da kam der Herr Rektor in die Klasse rein, denn er wollte mal sehen, wie die neue Lehrerin so mit dem Unterrichten klarkam. Er öffnete die Tür und er glitt auf den bereits in Gerinnung übergehenden und dadurch glitschig gewordenen Blut aus. Dummerweise mit seinem linken Fuß, in dem er kein Gefühl hatte. Das linke Bein war ihm nämlich eingeschlafen, versehentlich, weil er es lange übergeschlagen hatte. Er merkte deshalb gar nicht, dass er ausglitt und lief weiter, indem er auf das rechte Fuß mit dem rechten Fuß ins Blut tappte und damit auch ausglitt. Leider glitten die beiden Füße in entgegengesetzte Richtung aus. Das eine nach rechts, das andere nach links. Der Herr Rektor war an Spagat nicht gewöhnt, da er kein Balletttänzer war. Autsch, schrie er. Gleichzeitig platzte in der Mitte sowohl seine Hose als auch seine Unterhose. Klatsch machte es, als seine Eier in die Blutlache hineinklatschten. Jo Mai, sagte die kleine Bärbe in der ersten Reihe, denn sie war aus Bayern. Der Herr Rektor versuchte aufzustehen, aber es ging nicht. Es ging überhaupt nicht. Die Beine waren an derartiges Auseinanderweichen nicht gewöhnt. Und jetzt zu viel wurde es. Ja? Weiter. Das ist auch gleich zu Ende. Ich weiß jetzt nicht. Komm, schau mal weiter. Also die Bayer schliefen sofort wieder alle beide ein. Die kleine Suse, die ja, wie ich schon erzählt hatte, Ärztin werden wollte, schritt herzu mit ihrer Tintenspritze. Aber der Rektor, der sah, was die kleine Suse vorhatte, war damit nicht einverstanden. Mittlerweile war mal wieder eine Unterrichtsstunde vorbei und es läutete die Pause ein. Was läutete die Pause ein? Die Pausenglocke natürlich. Was sonst? Da die Kinder, es war nicht die Pause, es war die letzte Stunde. An diesem Tag hatten die Kinder nämlich nur 2 Stunden. Warum? Weiß ich nicht.
wahrscheinlich, weil hitzefrei war. Ja, genau, es war hitzefrei. Der Herr Rektor hatte die Schulglocke auf hitzefrei gestellt und war dann in die Klasse gekommen, um den Kindern zu sagen, sie hätten hitzefrei demnächst, wenn es das nächste Mal klingelte. Ihr habt jetzt hitzefrei, sagte der Herr Rektor. Aber die Kinder hatten bereits am Klang der Schulglocke, wo es nämlich einen speziellen Hitzeklang-Modus des Klingels gab, hatten sie schon erkannt, dass hitzefrei war. Und stürzten hinaus, allesamt. Das wären jetzt die 5 Sätze, das wäre Quatsch, sonst über den Rektor hinweg, über Herr hinweg, über Tisch und Bänke hinweg, durch die Blutlache durch, tobte das Schülerpack hinaus in die Welt, heim zu Mama und Papa, heim an den Herd, heim, heim ins Kinderbettchen. Denn es war die 2. Klasse. Die Kinder waren also noch ziemlich klein und pflegten deshalb im Kinderbettchen zu schlafen. Auch ihr, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerin, solltet jetzt vielleicht ins Bett gehen. Gute Nacht, schlaft schön, das steht hier so. Boni.